Wenn wir verurteilt werden. Wie viele Mieter sollen sich da um diese Ladepunkte kloppen? Da muss man wirklich erstmal tief Luft holen. Da bin ich persönlich richtig steil gegangen. Ja. Weil ich reg mich schon wieder so auf, dass ich schon wieder Bluthochdruck bekomme. Julian, wir sind heute wieder am Kirchsteigfeld. Ihr erinnert euch vielleicht, hier waren wir mit Herrn Michalke, der seinen Vermieter verklagt hat, wofür auch wir ordentlich Kritik in den Kommentaren bekommen haben. Kann man denn nicht vorher mal mit seinem Vermieter reden und so? Ich glaube, wir haben das in den Kommentaren klar gemacht, dass der Herr Michalke, bis es zur Klage kam, schon seit gut einem Jahr immer wieder über ein Jahr inzwischen. Genau, immer wieder versucht hat, mit dem zu sprechen. So, dann hat er die Vorleistungen gebracht hat. Entsprechend haben wir aber alles in anderen Videos besprochen. Wir verlinken es einfach mal, da oben. Ausreichend Vorleistungen erbracht hat, also zum Beispiel mit dem Netzbetreiber gesprochen hat, mit der Elektrofirma, die für das Haus zuständig ist, gesprochen hat und so weiter und so fort. Kostenvoranschläge und so weiter. Kostenvoranschläge, Bestätigungen, dass man das alles sicherheitstechnisch richtig machen kann, bla bla bla. So. Genau. So, und nun, dann hat er ja letztendlich Klage eingereicht, darüber haben wir berichtet. Und nun hat der Beklagte, also der Vermieter von Herrn Michalke, quasi die Klage erwidert und hat dabei drei Begründungen und eine Forderung geliefert. Und die wollen wir heute mal gerne mit euch durchgehen. Genau, die gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Punkt Nummer 1, fangen wir an. Man müsse für die Installation der Ladeeinrichtung ein Kabel legen. Nein. Ja, und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich wieder beruhigt, dann können wir weitersprechen. ja, genau. Und dieses Verlegen dieses Kabels sei also für den Vermieter unzumutbar, denn im Haus sind alle Kabel unter Putz gelegt und man müsste jetzt davon ausgehen, dass das Kabel jetzt zum Teil über Putz gelegt werden möchte, was sie also nicht möchten aus optischen Gründen und aus Sicherheitsgründen. Ja. Und da muss man aber erstmal tief Luft holen. Da muss man wirklich erstmal tief Luft holen. Weil man sich dann denkt, naja, vor allem begründet er ja, dass der Mieter kein Anrecht auf die Neuerung der WEG-Reform hätte, ne, weil der Gesetzgeber das wohl nicht berücksichtigt habe. Ja. Ne? Da muss man sich schon ein bisschen am Kopf kratzen. Da muss man sich schon am Kopf kratzen und muss sagen, wie, der Gesetzgeber soll ernsthaft nicht berücksichtigt haben, dass man unter Umständen für das Errichten einer Lademöglichkeit ein Kabel verlegen muss. Genau. Zumal das im Fall von Herrn Michalke in bestehenden Kabelkanälen verlegt, durchgezogen werden soll, respektive unter der Zwischendecke. Also optisch nicht sichtbar. Also keine neuen Durchbrüche. Keine neuen Kabelkanäle, kein offenes Verlegen des Kabels auf Putz irgendwie, sondern professionell von einer Elektrikerfirma. Unter Berücksichtigung sämtlicher technischen Anforderungen würde dieses Kabel dann bis zu dem entsprechenden Stellplatz geführt werden können. Genau, und der Vermieter hätte ja das Recht, zu sagen, wie er es gerne hätte. Also wenn man jetzt an einem Kostenvoranschlag an einer Stelle einen Überputz hätte, dann könnte der Vermieter natürlich sagen, nee, das möchte ich gerne Unterputz, dann wird das so ausgeführt. Genau, kann man ja technisch alles machen, ist ja grundsätzlich kein Problem. Also aus meiner Sicht ist das ein Argument, wo man was aus den Haaren gezogen hat. Also ich gehe mal persönlich auch ganz stark davon aus, ich bin kein Jurist, dass Gesetzgeber, die so eine Gesetze erlassen, sich natürlich ein paar Gedanken mehr machen und auch so ein bisschen die Bedingungen einfach mit bedenken. Und dann sollte es klar sein, dass es eben keine WLAN-Ladestation gibt, sondern dass man da ein Kabel hinziehen muss und dass das unter Umständen halt auch dann für ein 11-kW-Ladeboxen entsprechend großdimensioniertes Kabel ist. Vielleicht sind ja auch längere Wege zurückzulegen, dass man also auch größere Querschnitte verlegen muss. Also nicht nur, 3x2,5, sondern sogar vielleicht 3x5 oder 6,5. Also das ist dann schon ein bisschen dickeres Kabel, dass die das wissen und dass es deswegen logisch ist, dass Kabel verlegt werden. Und dann kommt es doch letztlich nur darauf an, dass ein Kabel ordentlich und sicher verlegt wird. Richtig. So. Ich schließe das auch mal messerscharf daraus, dass es ja auch zum Beispiel für den Aufbau bei öffentlichen Ladestationen über Förderprogramme auch dort der Netzanschluss gefördert wird. Also wird dem Gesetzgeber schon klar sein, dass man Ladestationen auch irgendwo an ein Stromnetz anschließen muss. Mhm. Mit Kabel. Also halte ich für Unfug.
Dann kommen wir mal zu Argument Nummer 2 gegen die Wallbox von Herrn Michalke. Genau. Es brennt. Um Gottes Willen, wo? Nee, bei dir ist es nicht und bei meinem auch eine Sicherheitsbedenken. Spaß beiseite. Es geht um Sicherheitsbedenken. Argumentation, könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, was kommt. Es werden irgendwelche Zahlen zitiert, irgendwelche Gutachten zitiert oder irgendein Gutachten zitiert, nachdem Elektroautos gefühlt eigentlich nur am Brennen sind. Und oder zumindest eine höheres Brandrisiko von ihnen ausgeht, mehr Löschwasser benötigt wird und mehr Zeit benötigt wird, genau. Und daraus resultierend halt eben eine höhere Gefahr für das Gebäude sozusagen. Genau. Davon ausgeht und es wird unter anderem, da wird dagegen argumentiert, dass der Carport sozusagen nicht freistehend ist, sondern unten im Gebäude eingefasst. Und wir sind ja da schon mal gewesen. Wir blenden jetzt noch mal ein paar Bilder ein, denn der Bereich ist ja frei zugänglich. Ja. Und da kann man sich mal angucken, wie denn der Carport wirklich gestaltet ist, wie das Ganze aussieht. Also das ist wahrscheinlich auch nur so eine, ich sag mal so eine Wortdreherei, dass man sagt, der Carport ist ins Gebäude eingefasst. Mhm. Denn der ist halt offen nach allen Seiten. Ne? Ja, also ich meine, er parkt ja sein Auto auch jetzt schon da, was ihm nicht verboten ist. Von daher müsste man eher argumentieren, dass vielleicht von der Wallbox ein höheres Brandrisiko ausgeht oder durch den Ladevorgang ein höheres Brandrisiko ausgeht. Weil parken tut er da ja mit seinem Wagen sowieso schon seit mehreren Jahren inzwischen. Und dass da von solchen Sachen kein höheres Brandrisiko ausgeht, wissen wir spätestens seit Kulmbach. Da haben sich ja sogar Oberbrandmeister aus München, der Deutsche Bund Deutscher Versicherer, hatte sich dazu geäußert. Mhm. Also ne, diverse Verbände haben da ganz klare Positionen zu bezogen. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter ausführen. Vielleicht nur noch eins dazu. In dieser Garage, das habt ihr auf den Bildern eben gesehen, stehen ja ganz, ganz viele Autos. Und lasst mal in jedem Auto 40 Liter Benzin drin sein. Das heißt, da steht ja nicht nur ein Verbrenner. Unter Umständen würden dann alle Verbrenner hochgehen, weil die eben so viel Benzin drin haben. Und damit wäre vielleicht dieses Brandrisiko genauso groß oder diese Problematik genauso groß. Also Schwamm drüber, das ist Quark. Vielleicht abschließend kann man noch dazu sagen, die Vermieterin von Herrn Michalke wirft sozusagen hier ebenso wieder dem Gesetzgeber vor, sich darum nicht ausreichend Gedanken gemacht zu haben. Ne? Und wirft ihm halt quasi vor, zu sagen, ja, man hat hier ein Recht geschaffen, aber man hat ja gar nicht berücksichtigt, was ist denn mit den Brandrisiken. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt 1 angekommen. Da muss man letztlich auch davon ausgehen, entweder ist unser Gesetzgeber komplett dumm und hat nicht daran gedacht, dass es dort ein wahnsinniges Risiko gibt. Oder, was natürlich eher stimmt, es gibt dieses höhere Risiko nicht. Und man hat es natürlich bedacht, aber da es dieses Risiko nicht gibt, kann man so ein Gesetz eben entsprechend auch erlassen. So. Genau. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ja. Der Gegenargumente gegen Herrn Michalkes Wallbox. Genau. Und da bin ich persönlich richtig steil gegangen, als ich das gelesen habe, weil ich das einfach von der menschlichen Seite her unmöglich finde. Denn die Argumentation geht dahin, was möchte der Michalke denn, Herr Michalke denn, es gibt doch in 600 Metern öffentliche Ladeinfrastruktur. Ja, natürlich gibt es in 600 Metern Entfernung einige Lademöglichkeiten. Aber erstens, wie sieht es denn aus bei den derzeitigen Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen? Wie soll das funktionieren? Wie lange sollen sich dann irgendwann, keine Ahnung, stell dir vor, wie viele Mieter werden hier wohnen im Kirchsteigfeld? Wie viele Mieter sollen sich da um diese Ladepunkte kloppen? Und zweitens hast du einen ganz interessanten Punkt genannt, und zwar, diese Ladepunkte sind alle nur während der Öffnungszeiten erreichbar, weil sie entweder bei einem Autohändler sind, bei einer Versicherungsgesellschaft oder in einem Einkaufszentrum. Genau. Und diese sind halt über Nacht überhaupt nicht erreichbar. Genau. Das heißt also, ich muss dann zwischen 9 und 18 Uhr am besten laden. Das ist sicherlich vielleicht für einen von euch, der vielleicht nur Nachtschicht macht, jetzt kein Problem. Aber auf Dauer geht das nicht. Und das ist auch dieses typische Tankstellendenken nach dem Motto, da gibt es doch eine Lademöglichkeit, fahr doch hin und lade.
das sind ja nur AC-Ladepunkte. Das heißt, du kannst da eben mal nicht für 20 Minuten hinfahren und laden und wieder nach Hause fahren. Das wäre ja vielleicht noch zumutbar, in Anführungszeichen, oder vernünftig. Zum Tanken fahren dauert eventuell genauso lange. Aber das Problem ist, es sind AC-Ladepunkte und wer will sich 5 Stunden neben sein Auto stellen? Oder wer will hinfahren, zurücklaufen und dann nach 4 Stunden oder nach 6 Stunden oder wenn das Auto voll ist, wieder hinlaufen, das Auto holen? Ja. Geht nicht. Geht nicht. Wenn man sich überlegt, dieses Denken, und es könnte so einfach sein. Aber die Vermieterin von Herrn Michalke setzt noch einen drauf. Denn die hat da schon geschrieben, wenn wir verurteilt werden, das zu gestatten, dann erwarten wir eine Sicherheitsleistung von Herrn Michalke in Höhe von 1.800 Euro für den restlosen Rückbau im Falle eines Auszugs. 1.800 Euro. Und alleine an diesem Punkt merkt man, dass es dieser Vermietergesellschaft, dass sie nicht erkennt, welches Potenzial hier schlummert. Denn letzten Endes, sagen wir mal, Herr Michalke bezahlt das aus eigener Tasche, er zieht irgendwann aus, nimmt die Wallbox, das Kabel bleibt liegen. Ihr kennt das alle, das ist ein Mehrwert für den Vermieter. Ne? Der kann das Ding ganz anders zukünftig wieder vermieten. Elektromobilität wird eine Rolle spielen. Und auch wenn vielleicht da draußen welche sind, die sagen, Elektromobilität wird nie 180 oder 90% sein, dann wird sie aber mindestens, keine Ahnung, 50 oder 60% okay. sein. Und das ist ein Mehrwert für das Haus, für die Wohnung. Und das wird offensichtlich von dem Vermieter dort definitiv nicht erkannt und ist für mich, aus meiner Sicht, ein Indiz dafür, dass man es eher so als Störung empfindet. Ich finde das vor allem so krass, weil Elektromobilität, Verkehrswende, Antriebswende, Nutzung erneuerbarer Energien, Abkehr von fossilen, das ist ja alles auch politischer Wille. Und da kannst du dir ja wirklich inzwischen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, jedes Parteiprogramm angucken und jede Willensbekundung der letzten Wochen. Jede, wirklich, mit ein bisschen Nuancen, bist du bei allen, alle sind sich einig. Und ich finde, das sollte einem doch irgendwo auch mal sagen, wo es in den nächsten Monaten und Jahren hingeht. Und wie kann man denn dann nicht hingehen und sagen, hey, pass auf, okay, pass auf, Ladestation, wir setzen uns zusammen, wir nehmen uns eine Fachfirma dazu und wir überlegen uns eine Lösung, wie wir dann, wenn der Nächste und die Nächste und die Nächste kommt, sagen wir klack, 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 einfach ran, zack, fertig, ohne irgendwelchen Stress. Jetzt geht der Vermieter oder die Vermieterin das Risiko ein, dieses Verfahren zu verlieren, bezahlen zu müssen. Gut, wird wahrscheinlich über eine Rechtsschutzversicherung gehen. Das Ding wird gebaut. Und warum hat man sich 1,5 Jahre darum gestritten? Was, wozu? Weshalb? Aus welchem Grund, ja. Aus welchem Grund? Nur weil irgendeiner nicht will oder nicht weiß oder der Meinung ist, keine Ahnung. Aber Julian, ich leg jetzt noch einen drauf. Das ist ja hier wie beim TV-Shop. Und wenn du jetzt anrufst, dann packe ich noch einen drauf. Ja. Und zwar am 8.7. ist in Potsdam die Verhandlung. Ja. Und da werden wir, oder zumindest ich, als Investigativjournalist vor Ort sein. Und ich werde versuchen, Vertreter, sofern es möglich ist, werde ich an der Verhandlung teilnehmen, Corona-bedingt. Ne? Man weiß ja mal nicht, wie das ist mit Besuchsrecht und so. Wenn es geht, bin ich dabei. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, eine Stellungnahme von der Vermietergesellschaft zu bekommen oder vielleicht nochmal von Herrn Michalkes Seite. Wir werden da auf jeden Fall weiter darüber berichten. So viel erstmal hierzu. Ne? Genau, das ist der Zwischenstand mit unseren Kommentaren dazu. Wie seht ihr das zu den 3 einzelnen Punkten? Schreibt es unten rein. Wie seht ihr es? Wir haben ja auch festgestellt, wir haben einige Vermieter als Zuschauer. Die sollen auch ruhig mal sagen, wie sie es sehen, bezüglich Sicherheitsleistung, zukunftsorientiert sein und so weiter und so fort. Schreibt es gerne unten in die Kommentare und denkt dran, Kanal abonnieren ist nicht umsonst, aber komplett kostenfrei. Und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber dann schreibt auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Genau.